Okay. Oh, jetzt geht's schon los. Elli. Hi, Ja, Elli. könnt ihr mich gut hören, ja? Ihr könnt dich gut hören. Ihr hast ja schon den Bildschirm geteilt. Einmal frei, geht schon los. Die Elli Ja, kannst du. ja. Die tut schon mit dem Fuß scharren im Sand. Ja, hallo, liebe Grüße, So. Elli. Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. So, jetzt muss ich euch erstmal auf YouTube kurz leise machen, sonst komme ich durcheinander. Oh. Das will keiner. Ja. Ja, hallo Ja, Elli und schön, wir sind. herzlich willkommen zu unserer Wahnsinnsrunde. Ja, Toll, hallo dass Gunnar, alles du gut. da bist und du bist jetzt die Erste, die uns ein bisschen hilft, wieder im Gehirn etwas zu relaxen und wir können eine Das Zeit lang wieder Deutsch. Es ist vielleicht, angenehm. vielleicht klappt das mit der Relaxanz nicht so ganz, aber okay. Sprachlich auf jeden Fall. Ja, was, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar, das Bild ist jetzt erstmal ein bisschen langweilig, wenn wir Sachen finden in der Archäologie oder sonst irgendwas. Prägung. Also Prägung, wir finden Sachen, die nicht nur auf eine bestimmte Person oder auf, was weiß ich, gerichtet sind, sondern in den meisten Fällen und in den antiken Sachen sind viel auch die umgebenden Gebiete mit drinne. Oder auch, was man da so gemacht hat, vielleicht. Oder wo man herkommt. Ja? Das ist also nicht so, sag ich mal, nur personenbezogen, wie wir das heute viel machen, wenn dann irgendein Ernst August vom Bahnhof in Hannover steht, auf dem Pferd sitzend. Ich glaube, dass die also früher viel mehr Sachen so mit allgemein integriert haben in ihre Abbildung, Figürchen, Darstellung. Moment, wo habe ich denn jetzt hier mein Dingrich, dass man weiterschalten kann? So, und zwar wollte ich heute mal anfangen mit diesen Goldfliegern. Da ist ja auch noch nicht so ganz klar, was ist denn das eigentlich? Ich habe dann eine Idee zu, und zwar bezüglich Landschaft. Wir haben hier Afrika, das ist jetzt aber auf den Kopf gedreht, ne? Das seht ihr aber. Und mir geht es um dieses Gebiet hier unten, wo wir auch das Auge der Sahara finden. So, hier ist es einmal vergrößert. Hier ist das Auge der Sahara, Richard. Aber man kann schon sehen, hier ist irgendwie, wenn wir das mal im Ganzen sehen, etwas Flügelartiges. Hier sind so ein paar Erhöhungen und hier ist auch noch etwas. So, hier nochmal das Auge der Sahara. Hier kann man auch ganz gut so eine halbkreisförmige Abgrenzung sehen. Hier noch eine. Hier noch eine. So. Gehen wir nochmal zurück. Und jetzt habe ich das einfach mal mit einem dieser Flieger verglichen. Ne? Hier ist der Wirbel. Dann haben wir hier den Sattel. Ja, gut, die Flügel, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Es gibt ja auch unterschiedliche Goldflieger, die etwas anders geformt sind. Ne? Dann haben wir hier unten die Erhöhung. Vielleicht nochmal und hier hinten den Heckflügel. Ich will das einfach mal so als dazu zu denken begeben, geben, dass man diese Sachen vielleicht auch anders sehen kann. Die sind ja aus Quimbaya, das ist ja irgendwo in den Anden auch wieder. Ne? Und die beiden Kontinente, die haben ja früher mal, die waren ja mal zusammen, Afrika und Südamerika. So, wie sind die da vielleicht hingekommen? Vielleicht mit diesen Fliegern, vielleicht waren die früher mal hier, vielleicht beschreiben sie ihre Kultur, die sie früher hatten. Dann habe ich hier noch eine Stelle gefunden in Afrika. Hier sieht man halt die Flügelchen, ja, als Fläche. Und hier nochmal einen anderen Goldflieger genommen. Ja, hier oben hätte man diese halbrunde Struktur. Hier auch wieder eine Art Sattel. Und hier haben wir die Flügel. Und im nächsten Bild habe ich das nochmal ein bisschen rot übergemalt. Hier hätten wir dann auch diese beiden Ausläufer. So, das war mal das Erste. Ich komme jetzt zu diesen Relief hier. Und zwar Abydos sollte bekannt sein.
Wird oft gedeutet als U-Boot, Hubschrauber, UFO, was weiß ich. Da gibt es eine Übersetzung zu. Und zwar auch bei Wikipedia. Das ist ja aus dem, man sieht aus dem ersten, da steht, erneut geboren mit machtvollem Schwert, der die neuen Bogen vernichtet. Ja, was meint er da jetzt mit? Ich habe mich mal ein bisschen in Mali umgesehen. Da sind neun Bögen. Ich habe die hier mal mit roten Punkten gezeichnet und die sind. Ah, jetzt erkenne ich die. Aha, diese schwarzen Bögen. Okay. Ja. Ja. Wie groß sind die? Also, was ist das jetzt Ja, für so Länder? circa 70, von Spitze zu Spitze ungefähr 70 Meter teilweise. Hier ist nochmal eine Großaufnahme. Hier in der Mitte immer, fast immer etwas, so ein heller Punkt. Was ist das? Ein Krater Was oder? ist das? Ich weiß es nicht. Also in dem vorherigen, hier steht ja Ark of the Covenant. Wenn wir das mit jetzt mit K schreiben würden, dann hätten wir Bundeslade. Aber Ark heißt Bogen. Ne? Und was hatte der Sethos hier geschrieben? Erneut geboren mit machtvollem Schwert, der die neun Bogen vernichtet. So, jetzt muss ich aber dazu sagen, vielleicht hat der eine oder andere meine Videos aus der letzten Zeit gesehen. In Mali, Mali ist gespickt mit diesen Bögen. Wenn man genau hinschaut. Ja, was kann das noch sein? Ein Smiley? hier ist auch noch mal ein komplettes Gebiet mit solchen Bögen. Ganz, ganz kurz, weil du gesagt hast, was kann das noch sein? Da finde ich es jetzt momentan eigentlich schade, Ja. dass der Roger Spur vorher nicht da war, weil mit dem habe ich vor 2 Wochen Ja. ein Gespräch gehabt. Der hat mir unglaubliche Dinge ge gezeigt, dass Ja. ganz viel von diesen Gebirgszügen und was auch immer wirklich riesengroße Lebewesen waren. Kann Und sein, pass auf, pass auf. Wir können das ja jetzt als Smiley abtun, wir können es aber auch als Froschmaul sehen. Ne? ihr seht, Kermit. Und wenn ich jetzt mal diese beiden Augen betrachte, gut, die haben auch eine gewisse Ähnlichkeit mit diesen Bögen. Mal ganz abgesehen von seinem Bündchen. So, aus Ägypten kennen wir die Heket. Hekwet, Heket, Heket. Das ist eine ägyptische Fruchtbarkeitsgöttin. Hat ein, ja, Froschmaul, ne? Oder reptilienartiges Gesicht. Dieser Stab hier, gut, das könnte oben auch ja, eigentlich habe ich mal gelesen, dass das eine Art Energiestab auch ist. Vielleicht ist diese Form hier oben ja diesen Bögen entsprechend. So, Hackett. Die kann aber auch sehr gut hierzu passen. Also das Gesicht hier, ne, mit dem Hals. Wenn wir das hier mal so umkreisen, Afrika runter. Und vor allen Dingen sehr gut passt auch hier hinten das Blau mit dem, hier ist nochmal so ein Rücken, auch im Wasser. Das passt hundertprozentig. Könnte also ganz Afrika mit gemeint sein. Ich will damit sagen, dass man sich vielleicht auch mal Sachen aus einer ganz anderen Perspektive, also von oben anschauen soll, um vielleicht zu Lösungen zu kommen. Hier habe ich noch etwas, und zwar hier ist ja das Gebiet, was ich euch vorhin gezeigt habe, wo diese neun oder teilweise, also es sind noch ein paar kleinere, sind auch drauf. Gebiet ist. Ich habe das jetzt mal mit Photoshop ein bisschen heller gemacht, damit die Kontraste ein bisschen rauskommen. So, was haben wir denn hier unten? Aha. Hier ist das nochmal größer. So, und was haben wir dann? Schaut mal. Das ist aus diesem Relief von Abydos, ne? Und aus diesem Relief von Abydos habe ich noch. Ja, einige andere Formen auch gefunden. Die will ich aber jetzt hier nicht unbedingt zeigen.
Da kann man auch teilweise geteilter Meinung drüber sein und sagen, ja, das ist alles Pareidolie. Ich denke mal, das hat schon irgendwie seinen Sinn. Ja, ist halt nochmal der Spruch. Also man kann alles finden, auch diesen kleinen Hügel hier oben. Das ist eigentlich kein kleiner Hügel, das ist wahrscheinlich der, die haben in Mali auf der Westseite eine wunderbare Gebirgszüge. Also da muss man wirklich staunen. Die sollte man sich also auch mal sehr, sehr gut anschauen. Da wird man dann auch schlauer. So, hier, das habe ich vorgestern erst gefunden. Jetzt sag mir mal den ersten Eindruck. Wie sieht denn das bitte aus? Also für mich ehrlich gesagt nicht gerade von dieser Welt. Was es nun sein soll, ob das, ich will mich da mit Sicherheit keineswegs in irgendeiner Richtung Waffen. Alte Gebäude, alte Siedlungsformen, keine Ahnung. Aber man findet sie massenhaft in Mali. Das hier ist auch schön, ist auch aus Mali. Das ist wie so eine, weiß ich nicht, ob das ein Grab sein soll oder keine Ahnung. Hier sind dann noch mal so ein paar Nützel davor. Hier oben wie so ein Anhänger von der Kette. Auch von diesen Gebilden Sieht hier. aus wie eine Taschenuhr. Ja, auch von diesen Gebilden hier finden wir einige in Mali wieder, die dann teilweise auch wiederum von der Struktur und vom Aufbau her erinnern, wie an dieses eine Stonehenge-ähnliche Gebilde, das wir in, auf den Golanhöhen finden. Das wird ja auch irgendwie dem Gilgamesch zugesprochen. Also man hat immer mehrere Kreise und dann in der Mitte so ein Aufbau. Dazu zählt übrigens auch der Berg der Nemrut. Den hat man ja damals, wo diese, in der Türkei ist das, wo die damals diese, nicht damals, da stehen ja ganz diese großen Köpfe davor, die abgeschlagen sind von den Figuren, die stehen unten. Und dann hast du ja diesen großen Tumulus, der mit ganz vielen Steinen und so weiter. Und den hat man seismologisch untersucht damals. Und da, das seismologische Bild ergab tatsächlich auch eine Struktur, die aus mehreren konzentrischen Kreisen und einer Mitte besteht. So, was haben wir denn noch? Huch, das kennen wir, ne? Das ist auch in Mali. Und jetzt schaut mal bei Google, gebt einfach mal ein, das Auge des Horus. Ja? Und da werdet ihr das hier finden, auch mit unter anderem. Diese Figur hier, also diese Abbildung. Ne? Haben wir hier ja aber auch, ne? Schön die Wimpern so nach oben gezogen, das Auge, also, und dann haben wir hier den Schnabel nach unten, der Horus, das ist ja ein Falke. Ja? So, den Schnabel nach unten gezogen, hier schön den Kopf. Wenn man das Ganze rauszoomt, dann sieht man auch den ganzen Vogelkörper, der steht da so und hat dann so die Flügel. Also einmalig, ja. Ich war Ja, richtig geflasht, wie ich also dieses Auge gefunden habe. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Und das ist jetzt kein Witz oder kein KI oder kein Fake Mist. Das existiert da wirklich. Ich kann nachher mal die Koordinaten gerne reinschreiben. Also ich war wirklich überwältigt. Alles in Mali. So, was haben wir noch in Mali? Da, wo die Felsen sind, da gibt es auch so einen Stein, der eine wunderschöne Felsgravur hat. Ne? Hier ein Schachbrett, hier das Rad mit dem Kreuz drinne. Eine Menschenfigur. Also das Schachbrett haben sie wirklich toll hingekriegt, wobei ich sagen muss, das pinseln die auch an ihre Häuser da. Ich hatte gestern mal ein Video gesehen über Burkina Faso und wie die da ihre Siedlungen bauen und solche Muster haben die da ganz oft, dass sie damit ihre Hütten da, ihre Lehmhütten damit bemalen. Ne? Und halt so auch so andere Zeichen hier auf dem Felsen ist also wirklich superb. Ja, das war eigentlich schon so von meiner Seite kurz und schmerzlos. Ja, was ich euch ja, heute nee. einmal zeigen wollte, beziehungsweise sagen wollte, dass man halt bei Abbildungen oder Reliefs oder wie auch immer, Steinfiguren, auch drei Finger, ich habe letztens erst wieder irgendeine Beton- oder was weiß ich Figur gesehen, da wurde im Video gesagt, wieso hatten der drei Finger? Also der Fatima-Berg ist auch ganz, ganz tolles Ding. Das ist wie drei Finger. Das ist aber auch in Mali, ne?
Vielleicht ist ja da wirklich die Wiege der Menschheit. Vielleicht kommt ja da wirklich alles her. Aber für Ja, diese Bögen habe ich wirklich keine Erklärung. das mit den Bögen vorher, da habe ich nur den Einwurf schon gemacht, wegen den Dingen, die mir der Roger Spur vor 2 Wochen privat ein bisschen gezeigt hat, dass wirklich nur wirklich riesen, riesen, riesengroße Lebewesen da mehr oder weniger sichtbar sind. Und es wird wahrscheinlich auch deswegen einen Grund geben, warum Afrika zu so großen Teilen von dem mysteriösen Sand bedeckt ist, wo ja in Wirklichkeit kein Mensch weiß, wo der herkommt. Und da nur ganz andere Dinge darunter begraben liegen. Und ich habe wirklich, ich meine, es ist halt so, das ist ja der Sinn dieser Veranstaltung hier, diese verschiedenen Forscher zusammenzubringen, aber man manchmal die Sprachbarrieren haben zwischendrin, aber die Dinge, die mir der Roger gezeigt hat, und man sieht manches davon auch auf deinen Bildern, so wie soll ich sagen, die ausgetrockneten Flussläufe und so. Der Roger sieht das einfach als Blutgefäße, die von wirklich riesengroßen Geschichten, trächtigen Wesen wie einem Taifun oder solche Dinge aus der Bibel stammen. Und es macht auch für mich manchmal den Eindruck, wenn man wirklich einmal drauf sieht und dann, wenn das von einem anderen überdimensionalen Riesenwesen wie einem Drachen zum Beispiel stammt, dann können das Schuppen sein oder vielleicht sogar Verletzungen, die er davongetragen hat von diesen Auseinandersetzungen. Ich meine, es ist wirklich unglaublich, wie groß wir diese Dinge dann denken müssen. Und das ist nur eine unserer Barrieren, würde ich sagen. Also ich habe da jetzt wirklich vorgestanden und gesagt, was ist das denn, ne? Also auf natürliche Weise kann ich mir das nicht vorstellen, dass das entstanden ist, ganz ehrlich. Es Da ist ist irgendwas passiert, da ist irgendwas passiert, oder? wirklich wahr, ja. Ich habe wirklich, manchmal brauche ich eine Zeit, wenn man mir was Neues zeigt. Es ist auch schon, dass wir das mit dem Richard noch nicht hingekriegt haben heute, weil der macht eben auch ganz viele Dinge mit, muss man ja vorsichtig sein, mit Photoshop. Aber er bearbeitet halt reale Bilder, so wie du das auch gemacht hast, mit Kontrast ändern, Farben verändern. Der Richard ist da sehr, sehr, sehr versiert mittlerweile, weil man durch diese Dinge was sichtbar machen kann, was man im freien Auge einfach nicht sieht. Und es ist wirklich, ich finde es toll, dass wir endlich jetzt tatsächlich ein bisschen so eine Plattform schaffen, wo eben unterschiedliche Forscher dazu sehen können, was die anderen machen. Wer hat seinen Zugang von der Seite, von der Seite? Keiner hat die Weisheit gepachtet, keiner wird mit einer finalen Lösung auftauchen für keines dieser Mysterien. Das muss uns einfach alle klar sein. Dass da, ich habe auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, darauf geachtet, dass bei der Session heute einfach Menschen dabei sind, die ich mag und denen ich vertraue und von denen ich weiß, sie werden jetzt nicht mit ihrem übergroßen Ego da über den Rest der Community drüber fallen. Um Weil das Gottes ist Willen, nicht nee, so, das würde das ich ist nicht tun, nicht, das bringt ja auch nichts. na, Weil man das kann ist nur nicht, zusammen forschen, ne? So. ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich glaube, dass wir einfach gemeinsam auch unter uns Forschern uns gegenseitig immer wieder im Hinblick auf gewisse Dinge die Augen öffnen können oder uns einfach wohin bringen, wo man vorher noch nicht darüber nachgedacht hat. Und es ist fantastisch, was los ist da draußen.